Er wurde heute als ein Vorbild gefeiert. Schützen, Marketenderinnen und Gäste nahmen in St. Pauls an der Gedenkfeier für Sepp Kerschbaumer teil. Die Schützen von heute würden es ihm gleich tun, hieß es in der Gedenkrede. Zur Kranzniederlegung, das Lied vom guten Kameraden, spielte die Musikkapelle aus Frankgard, dem Heimatort von Sepp Kerschbaumer, dem Vorbild der Schützen. Aber einige von uns würden genau das tun, was Sepp Kerschbaumer und seine Mitstreiter vor über 60 Jahren auch schon gemacht haben. Sprengstoffanschläge. Nicht nur Schützen werten die 1960er-Bomben als den Anfang für den starken Schutz der deutschsprachigen Minderheit. Sie haben Initiativen ergriffen, bei denen sie sich sicher sein konnten, dass ihre Initiative die Wirkung nicht verfehlen würde. Heimatbundobmann Roland Lang wertet die Regierung Meloni als bedenklich. Bedenklich waren bereits die ersten Personalentscheidungen. Landeskommandant Roland Zeppi nutzt die Autonomiebestrebungen der Regionen Italiens für einen Appell an die Landesregierung. Was italienischen Regionen eine Pflicht ist, sollte für uns als Minderheit heilig sein. Denn bei uns steht bei weitem viel mehr auf dem Spiel. Rund 2000 Gedenkende waren von der Messfeier in der Pfarrkirche von St. Pauls in den Friedhof einmarschiert. An Sepp Kerschbaumers Grab erinnerten sich Schützen und Heimatbundler auch an Franz Höfler, Anton Gostner, Luis Amplatz, Jörg Klotz und Kurt Welser.